Und damit ist dann genau die Transferunion Wirklichkeit geworden, die Merkel gestern Abend noch bestritten hat. Die bestreitet ja alles, die Frau. Es ist ganz klar, jeder weiß, dass das ein Transfersystem ist. Das ist ja völlig klar. Und es war im Unionsvertrag ausdrücklich verboten. Das ist meine Zwischenbemerkung. Wir haben natürlich auch in Deutschland einen Finanzausgleich zwischen den Bundesländern. Nicht wie Bayern, ist ja eins von den drei Geberländern. Bayern, Hessen, Baden-Württemberg. Wir vergessen aber nicht, dass Bayern auch viele Jahrzehnte Nehmerland war nach dem Krieg. Als wir ein Agrarstaat waren, hat das zum Beispiel Nordrhein-Westfalen damals unterstützt. Aber das ist eben eine Frage der nationalen Solidarität. Und deswegen werden wir auch ein bisschen grummeln. Nicht? Wir mögen es auch nicht so ganz gerne für Bayern, aber man akzeptiert das, weil es innerhalb eines Volkes, innerhalb einer Nation passiert. Aber eine Transferunion im Euroland ist ja ganz was anderes. Kommt gleich das Essen, ich warte einen Augenblick. Tut mir leid. Ja, naja, sie geht schon in Ordnung so. So schön. Das passt schon. Also sagen wir nochmal, also das, was wir in Deutschland haben, auf nationaler Ebene akzeptieren wir. Aber im Euroland ist das ja völlig anderes. Wie kommt denn das deutsche Volk dazu, wesensfremde Völker mit Hunderten von Milliarden zu alimentieren, zumal diese Länder auch noch tagtäglich auf unser Land spucken. Ja. Kann man in jeder Zeitung nachlesen. Das ist also überhaupt nicht zu akzeptieren. Und deswegen sagen wir also ganz klar Nein zur Transferunion. Jetzt schauen wir uns nochmal die Merkel und den Sarkozy an. Das sind ja die zwei Hauptmatadore zurzeit. Die haben sich aber 14 Tage und treffen sich fast jede Woche jetzt. Küsschen links, Küsschen rechts, kennen wir ja alles. Ne? Ich glaube, das sind die ganz großen Weltökonomen, sind das. Ne? Die drücken ja alles immer auch so sibyllinisch aus. Die faseln von der Restrukturierung der griechischen Schulden. Das ist nichts anderes als der Staatsbankrott. Ganz klar, ne? Und dann verdummen sie auch die Menschen mit einer Lehrformel. Es geht um die Beteiligung der Banken. Das heißt dann die Lehrformel, private Gläubiger sollen sich in vollem Umfang freiwillig, sagt man ganz leise, an den Kosten beteiligen. Auf Deutsch heißt das, die müssen sie eben nicht beteiligen. Ja. Und die ganzen Zusagen, die gestern gekommen sind, gilt ja für ganz Europa, da wird kein Geld fließen, das wird man auf andere Wege lösen, Verlängerung von Laufzeiten, so etwas. Und da kann man auch wissen, wenn man weiß, dass der Ackermann, Chef der Deutschen Bank, war ja auch dabei, geht ja im Kanzleramt ein und aus. Ja. Und der hat der Merkel das diktiert, wie sie es zu machen hat. Genau. Das macht er eigentlich immer. Und sobald der was sagt, wird gesprungen, nicht, weil er gilt ja als systemrelevant, der Mann mit seiner Bank. Gerade die Deutsche Bank ist ja besonders übel. Die deutschen Banken, also die gesamten deutschen Banken, haben sich im Mai 2010 verpflichtet, ihre griechischen Anlagen nicht zu verkaufen, sondern zu halten, das Ganze zu stabilisieren. Die Commerzbank hat es gemacht, haben immer noch 3 Milliarden. Die Deutsche Bank hat alles verkauft, die Deutsche Bank, trotz Zusage. Sitzt noch genau auf 300 Millionen, den ganzen Rest haben sie an die EZB weitergegeben. Da fallen jetzt die Verluste ein, damit wieder der Steuerzahler. Ne? Also der Ackermann ist schon einer von der besonderen Sorte. Da kommen wir auch noch gleich auf diesen Sarkozy, diesen kleinen Franzosen. Der hat die Merkel auch wieder über den Tisch gezogen, weil er muss ja wissen, dass die französischen Banken um ein Vielfaches mehr in Griechenland investiert haben als die deutschen Banken. Der sind für das jetzige System dazu, dass deutsche Steuergeld über Griechenland nach Frankreich fließt. Das ist also eine besondere Art der Umfinanzierung. Und das ist also, man kann es gar nicht mehr glauben, zu was sich deutsche Politiker eigentlich hergeben. Aber gut, wenn man halt alles dem Europagedanken unterordnet, das ist ja seit 50 Jahren hier bei uns, dann kann man mit denen auch alles machen. Nicht? Und genauso ist es wieder hier. Jetzt bleibt natürlich die Frage, was kann man jetzt eigentlich wirklich tun? Ja, das Ganze ist natürlich relativ kompliziert, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber eins ist auch klar, jedes weitere Rettungspaket ist ein weiterer Schritt in die Transferunion, wo es auch keinen Zurück mehr gibt. Und die monströsen Zahlungen werden die Euro-Krise nicht beenden, sondern sie werden sie verschieben, verzögern oder verschlimmern. Weil man muss ja auch hier wieder wissen, warum oder wo liegt denn der Kern des Problems. Sicher, die Griechen haben zu viel Geld ausgegeben und die Portugiesen und die Iren und die Italiener. Aber es gibt auch einen anderen Grund, der hängt mit dem Euro ursächlich zusammen. Weil früher konnten die Länder abwerten, ihre Lira, ihre Drachmen, ihre Peseten, ihre Escudos. Und konnten sich damit wirtschaftlich Wettbewerbsvorteile verschaffen. Das können sie jetzt nicht mehr.
Deswegen ist wie bei der DDR. Als wir die DDR zum Westen genommen haben und haben die D-Mark aufgestülpt, ist die Wirtschaft drüben sofort pleite gegangen. Wissen wir doch alles. Aber das haben wir verstanden, musste so sein. Bei Griechen ist das so ähnlich. Die können mit diesem starken Euro nicht leben. Nicht? Das ist, wer es später noch mal erklären. Es gibt nämlich hier eine vergleichbare Situation. Vor 10 Jahren ist das Land Argentinien in die Pleite gegangen. Staatspleite. Haben hier nicht so viele mitgekriegt, weil es weit weg war. Ich habe es mitgekriegt, weil ich selber dabei war, weil ich Investor war. Das war also ganz übel. Die haben also erstmal aufgehört, ihre Zinsen zu bezahlen. Und dann haben sie aufgehört, die Anleihen zurückzuzahlen, die gerade deutsche Privatleute sehr viele Anleihen hatten. Aber auch damals gab es einen Hauptgrund dafür. Die Argentinier haben ihren Peso an den amerikanischen US-Dollar gekoppelt. Und haben damit ihre Wirtschaft, aber wir sind großartig, wir sind so stark für die Amis, und haben damit auch eine Wirtschaftskrise ausgelöst. Das ist aber ähnlich wie der Euro für die Griechen, ist der Peso an den US-Dollar gekoppelt. Und dann ging es damals nach einem halben Jahr verhandeln ganz schnell. Da haben wir also folgende Lösung bekommen. Es kam zu einem drastischen Umschuldung, das ist der Begriff Haircut, die kennen wir auch alle mittlerweile. Haircut heißt Umschuldung mit teilweise Erlass der Schulden. Ich dann dachte, du hast zwar 100 Schulden an mich, aber wir erlassen dir 50, du hast nur noch 50 Schulden. Das ist der sogenannte Haircut, den übrigens auch in der Griechenland auch geben muss, aber da weigert man sich. Gleichzeitig hat man die Laufzeit der übrig gebliebenen Staatsanleihen auf 30 Jahre verlängert. Um 30 Jahre verlängert. Und die Zinsen dazu ganz rabiat gesenkt. Das hat das für mich persönlich bedeutet, mal gut, wenn man sowas persönlich erlebt. Ich hatte eine Anleihe zu 12% Zinsen, das war nicht enorm. Hier, ne, hier war schon klar. Und die sollte im Jahre 2003 zurückgezahlt werden. Jetzt habe ich eine reduzierte Anlage, die läuft bis 2038. Bin ich ja nicht mehr hier wahrscheinlich. Und ich bekomme mal statt 12% Zinsen 2,2% Zinsen. Ne? Und das ist ja eben nicht, aber das ist eben die Folge eines Staatsbankrotts. Ne? Und die Banken haben damals auch geblutet. Da kam ich also keinen interessiert, weil es eben kein Euro war, weil sich das Projekt Europa betroffen hat. Die haben noch was Zweites gemacht oder was Drittes. Die haben noch einen Teil ihrer Rückzahlungen, die Argentinier, an die Entwicklung des Bruttosozialprodukts im eigenen Land gekoppelt. Und ich muss sagen, das klappt eigentlich relativ gut bisher. Ne? Immerhin kriegen wir unser Geld wieder, wenn auch 30 Jahre verzögert. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Das war ja nur die äußere Rettungsschirm, um da etwas zu reduzieren. Sie haben dann die Bindung des Peso an den US-Dollar aufgegeben. Es kam zu einer Abwertung der argentinischen Wirtschaft um 75%. Und ein Jahr später begann der Wiederaufstieg Argentiniens, dass die bis heute alle Verpflichtungen zahlen können und es geht dem Land wieder relativ gut. Und das ist eben auch das bei den Griechen genauso. Es nützt nichts, denen jetzt nur zu sagen, ihr habt dann 100 Milliarden hier und da. Was soll denn dieses Land machen? Sie können nichts exportieren, weil außer Eselmist und Oliven haben sie ja nichts. Ne? Das heißt, das ist doch so. Wir schütten da immer wieder Geld rein. Und solange wir ihnen diesen starken Euro beibehalten lassen, werden die aus dieser Krise nicht rauskommen. Das ist gar keine Chance. Also sagen ja alle ernstzunehmenden Wirtschaftswissenschaftler, und mittlerweile sickert es auch ein bisschen bei der Politik durch, dass diese Griechenland genauso behandelt werden muss wie Argentinien. Sie brauchen einen entsprechenden Haircut, also Schuldenreduzierung. Sie müssen raus aus dem Euro und müssen zurück zur nationalen Währung. Das ist der einzige machbare Weg. Das gleiche gilt für Portugal, für Italien, für Irland und wie sie alle heißen. Und die D-Mark in Deutschland. Ja gut, das ist, dann die, also, das, ist ja das, was der Kollege Hanke im Fernsehen immer gesagt hat. Wir müssen das trennen, einen Nord- und einen Südeuro. Das meint er ja damit. Nur ist es noch komplizierter, dass man sagt, naja, man macht einen Euro mit Österreich, Deutschland, Finnland, Holland. Aber schon die Franzosen wären schon nicht mehr dabei. Nicht? Und das hat der in einer Talkshow mal zu den Westerwelle gesagt, die Franzosen schmeißen doch aus. Ne? Das ist ein Erfolgsgespräch mit seinem französischen Außenministerkollegen. Sieht man, wie unser Schicksal hier verbandelt worden ist. Wir kommen aus dieser Misere fast nicht mehr raus. Aber jetzt wäre die Gelegenheit da, dass man muss ja fast froh sein über die Griechenland-Krise, um den Konstruktionsfehler des Euro, der von Anfang an da war, jetzt zu bereinigen, indem man sagt, gut, jetzt geben wir euch eure eigene Währung wieder, und wenn ihr es nur für 10 Jahre macht, habt ihr wieder eine Chance, was weiß ich immer. Aber nein, man glaubt, wenn man einen Millimeter zurückgeht,
bricht das europäische Gebilde zusammen. Das wäre auch kein Verlust, nicht? Aber wir kennen ja unsere Politiker. Deswegen sind alle glauben, dass diese Maßnahmen genau die richtigen sind. Nur wenn man unsere Politiker hört, nicht unsere Einfallspinsel und Geldvernichter, die machen weiter so und werden damit auch Deutschland in den Euroabgrund reinfahren. Ja, über die Frage der Abwertung haben wir eben schon gesprochen. Es wird ja auch behauptet, die Wirtschaftskrise, wenn es den Euro nicht gegeben hätte, dann wäre das Währungschaos ausgebrochen. Das ist auch völliger Unsinn. Das ist nämlich genau umgekehrt. Ich sage nochmal, in der Europäischen Union haben wir 11 verschiedene Währungen. Und es gibt noch die Länder, die eben wie Schweiz und Schweden, die Schweiz ist weder in der EU noch im Euro. Ist da irgendwas zusammengebrochen? Ja, wirklich nicht. Ne? Ich glaube, sogar den Ländern geht es sogar besser als uns, weil sie auch nicht beteiligen müssen an dem ganzen Unsinn jetzt. Und hätte es den Euro nicht gegeben, hätten die anderen Währungen wie Griechen und Spanier wie früher abgewertet und dann wäre das Problem nicht so entstanden. Und Deutschland war immer ein Aufwertungsland. Haben wir ganzen 50 Jahre immer erlebt seit Kriegsende und trotzdem waren wir immer in der Spitze der Exportnationen. Denn Aufwertung bedeutet auch Stabilität. Es dämpft die Inflation, alles was dazugehört. Jetzt muss man also auch immer zwei Seiten einer Medaille. Ohne diesen verdammten Euro wäre es Deutschland völlig egal, ob die Griechen unten bankrott gehen. Ist ja kein wichtiges Land. Klein, unbedeutend, ohne jetzt die Abweichung zu führen wollen. Aber es hat andere Länder gegeben, wie gesagt, Argentinien, Ukraine, hat keinen Menschen interessiert, als die nicht mehr als ihre Zahlung eingestellt haben. Aber weil es eben diesen verdammten Euro gibt, wird jetzt Tag und Nacht auf uns eingehämmert, über alle Medien. Man sieht im Fernsehen Sonderberichte über den guten Griechen, was ein anständiger Mensch das ist. Nicht, weil ja manche Ressentiments hochgekommen sind. Nicht, wir sollen also den Euro gut finden, das Eurosystem sollen wir gut finden und wir sollen natürlich auch die vielen Zahlungen gut finden. Und ich sage, das ist eine solche Bankrotterklärung, wie hier einseitig manipuliert wird, obwohl ich kenne also keinen einzigen Deutschen, auch Leute, die Merkel gewählt haben, der das gut findet. Ich kenne keinen. Nicht, aber sie werden dazu getrimmt, durch Tag und Nacht Berieselung im Fernsehen, Talkrunden, Zeitungen, alles was dergleichen ist. Und wir von Pro Bayern sagen eben, wird schwer genug, es reicht, wir müssen diesen Wahnsinn endlich stoppen. Nicht? Das ist eigentlich eine unserer wichtigsten politischen Aufgaben. Wir wollen also, dass die Deutschen in einem arbeitsreichen Leben gutes Geld und eine solide Alterssicherung verdienen. Und dazu brauchen wir weder in Bayern noch in Deutschland diesen aufgeblasenen Euro, sondern die harte D-Mark. Und ich sage jetzt zum Schluss noch zwei allgemeine Bemerkungen. Merkel und Konsorten erklären ja jeden Tag im Fernsehen, dass sie den Euro bis zur letzten Patrone verteidigen werden. Das hört sich nicht nur bedrohlich an, es ist auch bedrohlich. Muss man also ganz eindeutig sagen. Das werden die auch tun. Das werden die auch tun. Und deswegen sage ich manchmal, wenn ich so nach Belgien schaue, ist ja auch ein so sagenhaftes Euroland. Die haben im Juni vorigen Jahres ihre Parlamentswahlen gehabt, im Jahr 2010. Die haben nach 13 Monaten immer noch keine Regierung, weil sie es einfach nicht hinkriegen. Das Land lebt trotzdem. Da sage ich mal, wäre das für uns auch eine Lösung. Die belgische Lösung, wenn ich mir also Merkel, Seehofer und Westerwelle anschaue, wäre das vielleicht die richtige Lösung für uns. Aber man sollte dann gleich Rot-Grün und Linken alle gleich mit versenken. Ja, die sind also keinen Deut besser, wenn man da nichts einreden. Ja. Das Letzte ist ja auch so ein Begriff von der Merkel. Bei ihr ist ja immer alles alternativlos. Und es ist alles so ungeheuer systemrelevant. Ne? Obwohl das alternativlos sagt sie jetzt nicht mehr. Deshalb hat man ja zum Unwort des Jahres gewählt vores Jahr. Und seitdem ist die Dame etwas vorsichtiger geworden. Und jetzt sage ich hier was. Nicht? Ich sage, das einzig systemrelevant in diesem Land, das sind wir als deutsche Volk, wir sind systemrelevant, sonst nichts. Und das einzige Alternativlose ist die sofortige Abwahl dieser ganzen Euro-Fanatiker. Und da arbeiten wir dran und ich lade Sie alle herzlich ein, mitzumachen. Je mehr wir sind, umso mehr wir in der Volk haben. Und ansonsten bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus